Hallöchen, ihr Lieben. So, da bin ich auch schon wieder. Und wir sind ja jetzt hier so Richtung Spawn-mäßig unterwegs, um nach Hause zu kommen. Da vorne standen jetzt gerade eben ein paar Skelette. Ich hoffe, da komme ich jetzt hier dran vorbei. Das ist ein Wuffi. Das ist ein Wuffi. Wir hatten doch eben Knochen, ne? Aber den können wir nicht mit rübernehmen, oder? Schwimmt der uns hinterher? Ah, wo? Ehrlich. Kollege. Mein Skill ist auch gut. Also, ne? Verzieh dich. Ach, neuer Bogen. So. Boah. Die Grünen kommen. Bumm. Ja. Bumm dich weg. Wuffis. Ah, sehen Sie. So, komm mit. Wir gehen heim, Johnny. So, also das ist jetzt unser Johnny. Der uns wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt nachschwimmt, oder? Ja, doch, gut. Und ein Skelett auch, aber da werde ich mich jetzt nicht drum kümmern, sondern es geht jetzt heim. Irgendwo da hinten ist unser Spawn. Und hinter unserem Spawn irgendwann kommt dann auch unsere Hütte. Jetzt werden wir nur tierisch schwimmen müssen. Ich hätte mir eigentlich ein Boot bauen können, nicht Depp. Aber ist egal. Wir haben Nahrung dabei, wir können noch was essen zwischendurch. Zur Not sinken wir mal eben ein bisschen runter. Wo stehst du da hinten? Keine Ahnung, sieht interessant aus. Irgendwie so grünlich schimmert das. Scheint aber nur irgendeine Felsformation oder so zu sein. Oder? Eigentlich nicht, oder? Doch, jetzt baut sich's auf. Nee, das ist doch davor. Was denn das? Oder kommt mir das nur so vor? Seht ihr, was ich meine? Irgendwie schimmert das so komisch. Sind da Lufteinschlüsse? Scheint mir bald so, ne? Gehen wir mal runter. Tatsache. Hier fehlt Wasser. Naja, nun gut. Die Wege des Herrn sind unergründlich. Vor allem in der Minecraft-Welt. Ganz viele Kraken. So, unser Spawn ist irgendwo da hinten. So. Da ist eine kleine Insel. Ich glaube, da bin ich letztens dann drauf. Und von da aus kann man, glaube ich, dann, Entschuldigung, unser Heim auch schon ein bisschen sehen. Wenn das denn die kleine Mini-Insel ist, die bei uns da vorne vor ist. Aber es könnte gut sein, weil unser Spawn, da können wir jetzt mal eben hinschippern. Damit ihr mal sehen, wo, seht, wo ich rausgekommen bin beim letzten Mal. Vielleicht müsste sich irgendwann der Kompass drehen. So, ich gehe jetzt voll auf den Spawn zu. Ich bin aber nicht auf der Insel gespawnt, meine ich. Ne, seht ihr? Also hier, quasi, hier ist unser Spawn. Sollten wir vielleicht auf Dauer auch mal sicherer bauen. Habe ich jetzt die Erde dabei, dass das gehen würde? Zur Sicherheit mal so ein bisschen. Risiko, 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 Risiko. Risiko. Ah, das kommt sich gut aus. So. Das war unseren Spawn mal, wenn wir mal irgendwie kaputt gehen und kein Bett mehr vorher oder unser Bett vorher abgebaut haben. Also ich werde natürlich nicht versuchen, dass ich irgendwie mal so doof dann wirklich bin, dass wenn ich mein Bett abgebaut habe, dann auch entsprechend sterbe. Aber, ne? Man kennt mich. Zwischen nicht vorhaben und schon mal passieren, liegen Welten. So, zur Not fahren wir hier im Wasser ja nicht wirklich tief. Das heißt, Fallschaden kriegen wir nicht. Wir könnten höchstens mal ein bisschen untertauchen. So. Also, das müsste jetzt ziemlich genau unser Spawn sein, ne? Oder nicht? Oder doch? Oder nicht? Ne, hier ein bisschen rüber noch. Ah, das meinte ich. Zwischen wollen und, ne, machen. Ah, es wird gleich zumindest auch wieder Tag. Das ist ja schon schön. Na. Eins, was natürlich passieren könnte, jetzt weiß ich nicht, aber ich denke nicht, dass wir vom Spawn her dann, also wenn wir mal hier kaputt gehen sollten, so blöd landen, dass wir unten drunter sind.
So, also hier, genau circa auf diesem Block dürfte unser Spawn liegen. Die Rettung des Spawn. So. Unser Wufi ist irgendwo entweder untergegangen oder sonst was. Jetzt darf ich mich nur nicht verirren. Also, die Sonne ist immer da hinten untergegangen, dann wird unsere Hütte jetzt da hinten irgendwo liegen. Auf geht's! Eine Runde. Nein, stopp. Bevor ich jetzt wieder schwimme, erst was essen. Man soll zwar nicht mit vollem Magen ins Wasser, aber ist egal. Wir machen das trotzdem. So, irgendwo da hinten dürfte nämlich gleich unsere Hütte kommen. Damit ihr jetzt aber auch mal wisst, wo ich dann beim letzten Mal rausgekommen bin. Und ja, ich denke da hinten, das sieht schon so aus, als wenn da jetzt das Festland kommen würde. Zumindest baut sich so links ein bisschen auf. Müsste eigentlich ziemlich genau, das war nämlich das Kuriose, vor mir irgendwann unser Häuschen kommen. Links, rechts, quer durch. Auf jeden Fall irgendwo. Da, seht ihr? Ha, genau davor. Das ist doch schön. Dann werden wir auf Dauer mal hingehen. Jetzt neue Idee, ne? Werden hinten am Spawn dann da eine Station aufbauen und uns da mal ein Gleis hinsetzen. Werden wir uns da so eine kleine künstliche Insel aufbauen. Aber Stück für Stück. Was ihr jetzt auch wunderbar links sehen könnt, was neu ist in der Version, das Zuckerrohr sieht jetzt grüner aus. Also knalligeren Farbton, anderes Bild. Finde ich aber auch nicht schlecht. Und was mir jetzt gerade einfällt, weil wir hatten ja das da hinten hingesetzt, dass da hinten ja auch noch unsere Höhle ist, da möchte ich auch nochmal rein, da ist ja glaube ich unten die Mine drin gewesen. Aber das machen wir jetzt nicht heute, sondern nur, dass das nochmal bekannt ist. Einfach mal so in den Raum geworfen. Jetzt gehen wir erstmal wieder runter in unser altes Lager. Und entleeren uns. Na, wenn schon, zumachen hier. Ob der Wufi jetzt noch dabei ist, weiß ich nicht. Das werden wir nachher merken, kann ja auch sein, dass er untergegangen ist, ich weiß es nicht. Die sind ja eigentlich ziemlich nervig mit der Zeit, aber ist egal. Dann setzt man den zur Not irgendwo hin und fertig. So, jetzt erstmal gucken. Pflastersteine haben wir ein bisschen was dabei. Eisen. Können wir direkt einschmelzen. Warte mal, irgendwo hatte ich auch Eisen zwischengepackt, oder nicht? Nee, habe ich leer gemacht beim letzten Mal. Dann kommst du jetzt da rein. Vielleicht haben wir wieder dabei. Ist auch nicht so verkehrt. Ja, da haben wir. Grün Zeug haben wir jetzt, die neuen Pflänzchen. Ich weiß gar nicht, die kann man, glaube ich, nicht so nachwachsen lassen. Sag ich mal, oh, rohes Sandfleisch, das packen wir nochmal weg. So, wieder Erfahrungspunkte. Mob Drop, Mob Drop. Das finde ich hier, das habe ich jetzt bei dem Feed the Beast gesehen, dass man so Backpacks machen kann. Aber ich glaube, das geht hier bei der Welt noch nicht. Wäre noch gut, wenn das irgendwann mal von Mojang eingeführt würde. Warum war da jetzt Holz zwischen? Schlimm. Es soll übrigens auch neue Holzsorten geben. Zwei Stück, wenn ich das richtig gesehen habe. Das ist auch Holz. Guck mal, das Holz beim Holzmann. So, Leder haben wir auch wieder ein bisschen was zusammen. Das ist natürlich schön. Eier kommen hier oben in die Nahrungskiste. Sand hatten wir irgendwo auch. Was habe ich denn da gerade gesehen? Was war denn das, bitteschön? Hier ist ja alles Mögliche drin, was hier nicht reingehört. Ich glaube, beim letzten Mal hatte ich mich hier einfach leer gemacht. So, Kies, Kies. Kommt da rein. Feuerstein haben wir keine dabei. Mob Drop haben wir aber. Mob Drop, Mob Drop, Mob Drop. Grünzeug und Samen. Nether, 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 Nether. Wo packen wir das Nether-Zeug rein? Haben wir da nicht schon irgendwas von? Haben wir echt so wenig Nether-Sachen? Dann müssen wir auf Dauer nochmal Nether rein. Ey, das geht ja gar nicht. Das ist nochmal. Doch, Nether-Ziegelstein, okay. Weil die Nethersteine, die finde ich absolut schön, wenn man die irgendwie für Dächer oder so benutzt. So, Pfeile können wir da mal wieder rein. Ne, die Pfeile packen wir nicht beim Mob-Drop rein und die Bögen auch nicht. Die packen wir hier bei Ausrüstung rein. Und da könnte ich eigentlich, habe ich gerade gesehen, hier ist noch so ein Helmchen. Kann man auch hier reinpacken. Das ist eigentlich das Zeug, was ich halt mehr oder weniger gerne mal hier so, ne? Das verrottete Fleisch möchte ich mal gerne weg. Schwarzpulver, da können wir TNT mitbauen. Es gibt dann auch irgendwann mal eine lustige Folge, in dem wir dann halt das Ganze. Hatte ich eben doch eine Axt dabei? Ach nee, die habe ich glaube ich gerade aus der anderen Kiste mit rausgenommen, oder? Hm, ich weiß jetzt nicht. Habe ich jetzt nicht so drauf geachtet, so. Die Spitzhacke.
Kühe nehmen wir nicht mit, wir nehmen die mit. Dann brauchen wir. Was nehmen wir denn da überhaupt? Den Stein, den anderen Stein. Das ist jetzt die Frage. Was haben wir hier nochmal genommen? Für die ganzen Treppen haben wir den. Die genommen. Die Pflastersteinziele. Treppen sehen aber, glaube ich, auch ganz gut aus. Werkbank nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Wir packen einfach mal Pflastersteine ein. Wir packen Holz, packen wir ein. Birkenholz haben wir gar nicht viel. Müssten wir nochmal ein bisschen abfällen. Fichtenholz nehmen wir mal mit. Eichenholz nehmen wir auch mal mit. Tropenholz haben wir gar nicht viel. Das ist ja nicht schön. Wir nehmen mal Äxte mit. Das sind Eisenäxte, ja, ist egal. So. Aber nehmen wir erstmal die, bevor wir die andere wegballern. So. Dann nehmen wir mit, nehmen wir mit, nehmen wir mit, nehmen wir mit, nehmen wir mit. Essen habe ich genug dabei. Kohle nehmen wir mal mit. Wenn wir was brennen müssen. Haben wir eigentlich irgendwo noch einen Ofen zu viel? Haben wir nicht. Glas haben wir aber. Nehmen wir mal mit. Zäunhammer nehmen wir mal mit. Und Leiter nehmen wir, Hammer nehmen wir mal mit. Und eine Kiste nehmen wir auch mal mit, damit wir hinten ein bisschen was auspacken können. Damit wir jetzt nicht immer 20 Mal zurück müssen. Goldene Apfel, coole Sache. Ich weiß immer noch nicht ganz genau, da könnt ihr mich jetzt für klatschen, wenn ihr wollt. Wie diese goldenen Äpfel genau funktionieren. So, komm, wir packen uns jetzt einfach voll und fahren jetzt rüber. So. Ich weiß nicht, na, den Bogen können wir noch hier lassen. Aber eine Tür nehmen wir mal mit. Ja, die Leitern können wir auch mitnehmen. Da haben wir ja schon welche. Eichenholz haben wir genug. Nehmen wir die auch mal mit. Machen wir so, machen wir so, machen wir so. Machen wir so? Nee, machen wir nicht so, oder? Machen wir doch so. Nehmen wir die mit. Die lassen wir hier und die nehmen wir mit. So, Eisen haben wir ja. So, und dann fahren wir jetzt mal nach hinten. Ich hoffe mal, dass jetzt nicht so unbedingt auf den Schienen ist irgendwo. Ja. Ja, die Farmen, die müssen wir auch mal gucken. Was wir da auf Dauer machen. Und die Schienen müssen wir natürlich mal sauber verlegen, aber da wird jetzt halt, wie gesagt, passieren, dass ich das Ganze in den Untergrund verlege. Nicht, weil ich hier drüber die Strecken nicht mag, sondern einfach, weil es unten drunter einfach schöner ist für mich quasi. Ah, ich hab gut. Wäre jetzt mies gewesen, weil wir uns abgestürzt hätten. Weil und na. Hallo, geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt. Hallo? Scheiße. Kann man nicht mehr so kaputt machen. Ja, aussteigen ist jetzt linke Maustaste, weiß ich aber. Oh, voll fail gerade. Mein Gott. Egal. Wenn ich jetzt unterwegs aussteige und die kaputt haue, das wäre da blöd. Wäre zwar jetzt schneller gegangen, aber ist egal. Fahr mal, mach mal eine Lustfahrt. Ist ja so spannend. In der Zeit kann ich halt schwafeln, was ich will. So, also ich werde ihn deswegen in den Untergrund legen. Weil hier oben einfach immer das Problem ist, wenn jetzt hier irgendwo ein Tier draufsteht oder sonst irgendwas, dann werden wir natürlich angehalten. Unter der Erde können wir Tunnelsysteme bauen, die Tunnelsysteme entsprechend gut ausleuchten. Und dann haben wir eigentlich nicht das Problem, dass irgendwas auf diesen Strecken draufsteht. Das heißt, wir kommen immer von A nach B, ohne dass wir zwischendurch gestoppt werden. Und deswegen lege ich das Ganze einfach in den Untergrund. Ich könnte es auch irgendwo in den Himmel reinpacken, quasi gesehen. Und dann einfach so eine Art Tunnel drum bauen. Aber das finde ich, sieht nicht so wirklich toll in der Landschaft aus. Deswegen verlege ich das Ganze in den Untergrund. Und hat natürlich noch den Vorteil, dass ich im Untergrund dann auch hingehen kann, weil ich möchte ja diese Bahnhöfe bauen quasi, wo die Loren automatisch weggeräumt werden. Da gibt es ja auch ein How-To zu in meinem Kanal, wenn ihr euch das mal angucken wollt. Ich glaube zumindest, dass ich das gemacht habe, ich meine ja. Zumindest ist das möglich, das bauen wir halt immer in der Minecraft, in der Multiplayer-Welt vorher. So, und jetzt nicht wieder auf den Knopf drücken, sondern linke Maustaste, linke Shift-Taste. So. Und zwar, das heißt, wir werden jetzt hier ein bisschen buddeln. Und Holz muss man natürlich auch noch abhacken. Das finde ich schade, dass das momentan so schwierig ist. Wir unterbrechen jetzt erstmal hier die Strecke. So. So, das ist alles, was wir haben. Kisten, Kisten. Kisten. Bringen wir jetzt erstmal hier alles an. Zack. 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 So. Okay.
Wir werden ja gleich ziemlich voll werden. So, hier bringen wir jetzt erstmal die ganzen dekorativen und brennmäßigen Elemente runter. Und hier bringen wir jetzt alles, was an Baumaterial ist, unter. Ja, Erde zähle ich jetzt auch zu Baumaterial. So, und dann werden wir jetzt nämlich hier mal. Jetzt bau dich da mal auf, das sieht kacke aus. So. Hier drunter ist eh eine Fackel. Stopp die Hummer direkt raus, bevor das jetzt hier runtergeht. Nein. So, aber ich sehe gerade, die Zeit ist schon wieder rum. Das heißt, so, jetzt nach dem Abbauen werde ich jetzt eben einlagern. Zack, zack, zack. Zack, zack. Was anderes Baumaterial. So. Es wird auch, glaube ich, wieder dunkel. Ich sage Tschüss, bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß und wir sehen uns, ne?